Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Wir sind ja gerade mit Forestcraft unterwegs. Und das erste Match haben wir relativ souverän gewonnen gehabt, da hat der Gegner dann aufgegeben. Die beiden weiteren Matches hätte ich beinahe geschafft, den Gegner in den Overdraw zu bekommen, sodass er darin gestorben wäre. Aber dann hat er mich immer kurz vorher noch gekillt, leider. Was mich sehr ärgert. Naja. Vielleicht haben wir jetzt mit den beiden Matches mehr Glück. Oh, scheiße, wieder Portalcraft. Das bereitet mir Sorgen. Water Fairy ist schon mal nicht schlecht. Und vor allem finde ich die irgendwie niedlich. Das ist ätzend. Ich möchte die Fairy nicht spielen. Den bewahre ich mir definitiv auf. Also irgendwie ist das nicht so ganz die Hand, die ich aktuell gerne hätte. Fuck it. Nein, Lazy Sloof auch nicht, weil der soll sich selber evolven. Ich bin da noch nicht so ganz glücklich gerade mit, muss ich ehrlicherweise sagen, mit dem Ganzen hier. Damit habe ich da wenigstens schon mal eine. Er wird jetzt zwei Puppets spielen, um den da zu traden, da bin ich mit. Jupp. Ja, war klar, dass er das so machen wird. Alter, ey, das ist doof. Das ist doch echt richtig unangenehm. Den nächsten Zug, den evolve ich auch. Den kann ich dann auch spielen oder nee, den kann ich glaube ich noch nicht spielen. Ach scheiße, das reicht. Hey, let's play. Ich bin fast tot. Yay, da kann mir ziemlich viel Schaden jetzt machen. Ist das ätzend, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich im Early- und Mid-Game nicht genug Tempo habe. Oh. Den muss ich jetzt einmal evolven, damit ich... Weil ich ansonsten direkt tot gewesen wäre. Ja, es ist klar, dass der den jetzt tradet. Und wahrscheinlich hat er jetzt noch irgendwas, womit er mich direkt killen kann. Ich bin tot. Ey. Es ist halt nicht wahr. Es ist echt... Okay, ich bin tot. Fuck, das habe ich. Da habe ich verpennt. Ah, scheiße. Hätte sowieso nichts
gebracht, aber trotzdem. Ärgerlich. Komm, ein Match wenigstens noch, bitte. Bitte ein Sieg noch. Vielleicht könnte das was werden, vielleicht. Wobei ja das Ranking nicht zwingend aussagekräftig sein muss. Könnte schlimmer sein, die Starthand. Aber könnte auch besser sein. Fairy Light Guide bringt mir halt nichts gegen. Wenn er viele spielt, sondern halt eigentlich nur was, wenn er halt einzelne starke spielt, bringen mir Fairy Light Guide was, daher, weiß ich nicht, ob ich damit glücklich sein soll. Ja, ich hatte befürchtet, dass das passiert. Ey, das ist doch nicht wahr. Dass ich hier aber auch nichts. Oh, come on! Oh, come on! Alter. Dass ich aber auch nichts bekomme, womit ich vernünftig was machen kann, ärgert mich aber auch zutiefst. Weil jetzt gerade kassiere ich schon wieder viel zu viel Schaden. Den kann ich nicht, noch nicht spielen, also bringt mir das auch nichts. Den mache ich da schon mal, damit das wenigstens was ist. War zu erwarten, dass er das traden wird. Okay, damit zieht er halt nach. Das ist für mich noch in Ordnung. Könnte wesentlich schlimmer sein. Okay. Das bringt mir halt nicht so viel gerade, leider. Genauso wie der hier bringt mir gerade auch nicht so viel. Ist das ärgerlich. Es ist zwar scheiße, aber ich muss den halt so jetzt machen. Damit kommt er da wenigstens schwerer durch mein Ward durch. Nächsten Zug kann ich halt ein bisschen Field Clear machen. So. Die Frage ist halt natürlich auch, was kommt jetzt von ihm? Ich habe zumindest dafür gesorgt, dass der hiermit, dass er mir hiermit keinen Schaden machen kann. Der hier ist keine Gefahr aktuell. Okay. Ehrlich, in dem Falle würde ich aber tatsächlich dann das hier machen. Do you wish for the end? Magma-Schreiber, okay. Damit komme ich klar.
Wenn er den evolved, kann er theoretisch noch angreifen und den... Okay, er tradet den hier. Ich kann den aber... How pathetic, das denke ich mir gerade auch, weil das die Aktion irgendwie ziemlich lustig war. Für mich zumindest ziemlich lustig. Gut, ich gebe mal dir den Buff. Dann mache ich das mal so. Mache den. Ich werfe dich jetzt nochmal. Einfach um weiter den Druck hochzuhalten. Und geh dann jetzt face. Also theoretisch könnt ihr die beiden immer noch relativ leicht besiegen, aber... Das heißt nicht, dass er das tatsächlich macht bzw. hinbekommt. Ich habe noch... Viel clear. Okay, ist er jetzt einfach gelieft oder was? Okay. Bin ich schon lustig, die hier. This is grave. Okay, hat aufgegeben. Das waren irgendwie zwei ziemlich schnelle Matches. Hey, ein Champions-Ticket bekommen. Wahrscheinlich dafür, dass ich Stufe 6 erreicht habe im Battle Pass jetzt. Gut. Habe ich wenigstens noch ein zweites Match jetzt gewonnen. Beschwere ich mich nicht drüber. Okay, Missions. Gut, dann einmal bei Pax. Einmal Dawn of Calamity und dann noch 10 von den aktuellen Pax. Hätte mich auch gewundert, wenn da großartig noch was gewesen wäre. So, und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt Gutes ziehen bei Edge of Paradise. Ich bin ehrlich, ich möchte mir eigentlich gerne ein Bloodcraft Deck machen. Die Karte ist eigentlich ganz, die Karte ist ziemlich gut. Dragoncraft, Aircraft, If Bureau just performed on the 50 followers, summon free instead. Er ist nicht so das dabei gewesen jetzt. Bloodcraft, enhance 7, summon 2 parkourers and give storm to all allied parkour. Ist ja in Ordnung. Dragonfolk, Stalker. Runecraft, ah ja. Das ist das. Patrick Glitter in Gold. Masterful Musician, Swordcraft. Achso, ja, das Ding. Okay, Full Blast Gunner. Das Ding haben wir doch schon kennengelernt. Das heißt, die wollen mir mal sagen, dass ich ein Artefakt-Deck mir mal wieder bauen sollte. Put a random Festival from your deck into your hand. Das ist schon mal ziemlich gut. So eine 4 Tiefe. Oh.
Okay. Headless Warfiend. If the solo was summoned with an effect, deal 3 damage to random enemy follower. Das ist nicht schlecht. Stay in Paradise, put 2 random festive cards into your deck into your hand. If you have more evolution points than your opponent, recover 1 play point. Auch nicht schlecht. Dragon Dive kennen wir schon. Satanal, auch ganz gut. Fox of Fortune, mhm. Könnte ich denn jetzt vielleicht noch Silvernail Blaster, ist schon mal etwas, aber ich glaube, die habe ich schon dementsprechend. Ich möchte eigentlich ganz gerne eine bestimmte andere Karte haben. Mhm. White Eagle Baptism, Entanglement. Banken Recruit. Violent Soldier, mhm. Das ist nicht schlecht. Swordcraft, draw a card and recover on playpoint. Can attack draw, das ist nicht schlecht. Aha, Puppet. Pegasus Knight und animiert, mhm. Komm, vielleicht noch eine. Ja, sieht nicht so danach aus, dass ich hier noch das Ziel, was ich gerne gehabt hätte, aber gut. Okay. Ich habe wohl ein bisschen mehr bekommen, als ich erwartet habe. Ich habe nicht damit gerechnet, hier noch eine Leaderkarte, aber die sieht geil aus, dahinter die Karte, finde ich. Ich hätte eigentlich ganz gerne was anderes gehabt, aber gut. Ich disenchante dann schon mal. Extras, mhm. Und werde dann jetzt hier diese Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.